Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem TGP Motorracing Kanal. Wir sind in Valencia. Ich habe euch die ganze Fahrt diesmal nicht mitgefilmt, weil wir sind mit Wohnmobil und Hänger gefahren. Und ich sag's euch, das war auf jeden Fall eine lange Fahrt. Es war auch nichts Interessantes dabei. Im Hintergrund hört ihr schon ein paar Lautsprecher und vielleicht auch ein paar Motorengeräusche. Hier ist gerade noch ein Event am Laufen. Wir fahren hier in Valencia von Dienstag bis Donnerstag. Jetzt ist Sonntag, das heißt, wir haben morgen auch noch einen freien Tag. Da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen nach Valencia schauen und halt morgen Nachmittag dann auf jeden Fall in die Box reingehen und die Box beziehen. Genau, hier läuft aber jetzt gerade ein anderes Event, deswegen sind wir jetzt hier außerhalb vom Fahrerlager. Genau, schauen wir mal, was wir machen. Wir haben jetzt so 14 Uhr. Wir werden jetzt wahrscheinlich nach Valencia fahren, werden da ein bisschen was snacken. Genau, wir haben also eigentlich genug Zeit. Da nehme ich euch auf jeden Fall mal mit. Und ja, schauen wir mal. Ich kann euch jetzt noch nicht sagen, was wir jetzt machen werden, aber ihr werdet es im Video dann sehen. Wenn man natürlich in der Nähe vom Meer ist, dann geht man auch ans Meer. Und schaut mal hier einfach in der Hafen City. Es sind einfach hier so ein paar Curbs aufgemalt. Richtig geil. Also Fun Fact, den ich auch nicht wusste. Früher ist die Formel 1 in Valencia gefahren und das war im Prinzip der Stadtkurs, der hier durch den Hafen gegangen ist. Das wusste ich jetzt auch nicht. Hat jetzt auch gerade erst mein Dad gesagt. Ja, richtig lustig. Ich hoffe, man kann nicht hören. Das ist so spannend auf dem Boden. Die Curbs gehen hier direkt hier so lang. Ja, richtig lustig. Ah, dann lernt man auch was mit dazu. Wir sind jetzt hier direkt am Strand. Und wir haben auch noch nichts zum Mittag gegessen. Schauen wir mal nach vorne. Habe ich ein Restaurant gefunden, das auch ganz gut bewertet ist. Dann schauen wir mal, vielleicht gehen wir da schnell was essen. Weil es fängt jetzt hier zum Regnen an. Wir sind wieder zurück, weil wir jetzt MotoGP schauen wollen. Man schafft es hier nicht irgendwo in der Nähe von der Rennstrecke irgendwo was zu finden, wo man das schauen kann. Jetzt sind wir hier in der Tankstelle, direkt an der Rennstrecke. Dann sagt er, nee, er möchte hier lieber die News schauen, anstatt MotoGP. Jetzt haben wir hier Laptop und jetzt schauen wir hier das Race. Auch nicht schlecht. Richtig crazy das Rennen. Bagnaia erster, Pedro Acosta fünfter. Crazy. Wichtig. Wichtig. Ja. Wir sind jetzt hier noch in einem kleinen italienischen Restaurant. Wir lassen jetzt hier den Abend noch schön ausklingen. Wir werden nicht mal allzu viel essen. Oh, schaut euch mal an, wie cool hier die Einrichtung ist. Richtig cute. Genau, wir werden nicht mal allzu viel essen, weil wir haben am Mittag schon relativ viel gegessen. Deswegen, genau, heute nur was ganz Kleines und dann geht es auch zurück zum Wohnmobil, schlafen und dann schauen wir morgen, wenn wir noch ein bisschen Sightseeing machen und dann endlich die Motorräder ausräumen und dann übermorgen geht's los. Weißt du, was ist jetzt kommt, zeig die Karte. Willst du was sagen? Nein, danke. Jetzt bist du im Video, schau. Good morning in the morning. Wir sind schon vor der Rennstrecke. Wir haben gestern hier geparkt, weil wir hier einen Stromanschluss hatten. Wir dürfen noch nicht rein, weil das Event von gestern hier gerade noch am Abbauen ist. Ist aber nicht so schlimm. Wir fahren jetzt nach Valencia, fahren wahrscheinlich so in eine Markthalle, werden ein bisschen was einkaufen, ein bisschen ja, Sightseeing-mäßig was machen, dann nehme ich euch wieder mit und dann später wird die Box eingebaut. Wir sind jetzt hier in der Markthalle von Valencia und jetzt hier so ein Baguette geholt. Hier gibt es lauter Früchte und schaut euch mal zum Beispiel die Erdbeeren hier an. Boah, richtig geil. Es gibt natürlich auch viele Schinken, Käse, alles drum und dran. Hier auch wieder, die Erdbeeren sehen wirklich krass aus. Richtig geil. Coole Markthalle. So, wir sind jetzt wieder draußen aus der Markthalle. Wir haben ein bisschen was eingekauft, ein bisschen was auch für die Freunde mitgenommen, ist auch wichtig. So, jetzt geht's wieder zurück zum Auto. Dann fahren wir nochmal zum Strand und dann könnten wir eigentlich auch schon fast zur Rennstrecke wieder zurückfahren und die Box einladen, weil jetzt haben wir schon 12 bis 14 am Schanzen und so. Ja, dann könnte es später schon ja, soweit sein, dass wir auf jeden Fall rein dürfen in die Rennstrecke. So, jetzt machen wir noch ganz kurz hier einen Abstecher am Meer. Warum auch nicht, wenn man am Meer schon ist. Boah, sieht richtig geil aus hier mit den Palmen und Wetter. Wunderschön. Wir stehen vor der Rennstrecke, wir warten jetzt, bis wir rein dürfen. Da stehen hier noch einige, wir stehen hier hinten. Und jetzt haben wir einfach mal hier die Drohne ausgepackt und jetzt gibt es ein paar coole Drohnenshots, beziehungsweise kann auch sein, dass ihr am Anfang schon welche gesehen habt, genau, die ich jetzt aufnehmen werde. Viel Spaß! Thank you.
Wir haben die Box jetzt fertig eingeräumt. Es ist schon dunkel mittlerweile. Aber ich kann euch mal die Bike zeigen. Hier, hoppala, ist so hier gelaufen. Wir haben hier vorne die PR12 von Tom. Kennen wahrscheinlich die meisten schon aus den vorigen Videos. Gasrückgabe, Sauerwaldbremssattel, Maxini-Magnesium-Felgen. Das wunderschöne PR12-Hack. Auch hier I2M-Dashboard, Gabelbrücken, richtig nice. Dann haben wir hier von Wilhelm, Ducati Panigale V4 S. Auch sehr cooles Bike. Hier mit den PQM-Felgen. Supersport-Bremsscheiben von Brembo. Dann gehen wir jetzt weiter. Haben wir vom Elias die Yamaha R6. Auch sehr geiles Bike hier mit TKT-Schifreno-Bremsscheiben. Ölinsgabe. Krapovic-Auspuffanlage. Kann man hier nach vorne schauen. Ich glaube, er hat auch ein Dashboard. Genau, er hat das 2D-Dashboard drin. Auch sehr cool. Dann Ducati Panigale V4 Francesca Edition. Hier auch TKD Schifreno Bremsscheiben. Ich denke, das Video habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, rechts oben verlinkt. Da stellen wir die ganze Francesca Edition vor. Zeigen alles, was wir verbaut haben, warum wir es verbaut haben, wie auch immer. Gehen wir jetzt weiter. Da haben wir von Dini Yamaha R1. RN65, hier mit dem hohen Pultwindschild, Carbonverkleidung von AP, kann ich euch mal ein bisschen näher zeigen. Wunderschön. Dann vom Dennis die Honda CBR1000RM, da haben wir auch schon mal ein Video drüber gemacht. Wundergeil, wunderschönes Bike hier mit dem Shark Blue. Richtig, ich habe schon gezeigt deins. Habe ich schon gesagt, ich habe auch nur positiv geredet. So, jetzt kommen wir zur Honda von Dennis, genau. Hier haben wir SC Project Auspuffanlage. Auch hier unten mittlerweile richtig schön blau geworden. Das hoffen wir natürlich, dass bei der auch noch was von... Ey! Wird hier kopiert? Perfekt. Ölinsgabel, hier haben wir auch immer Gabelbrücke drin. Lenkerschalter von Jet Prime, auch richtig schönes Bike. Dann haben wir hier vom Andy die S1000R K67. Da haben wir jetzt frisch verbaut Aero-Krümmer. Oh, der auch schon mittlerweile schön eine Farbe bekommen hat hier. Andy, sehr gut. Dann Öl ins Fahrwerk mittlerweile auch. Bei der K67 hier drin. Auch richtig nice. Dann haben wir hier vom Dieter Panigale V4. Schön in so einem Aruba-Design. Auch hier Krapovic-Komplettanlage. Die ist auch schon so schön blau hier angelaufen. Auch richtig schöne Panigale. Und dann haben wir noch eine Panigale, und zwar die Julia Edition. Die habt ihr so noch gar nicht gesehen. Ist von Vasilis. Sieht aber auch sehr, sehr geil aus. Also auch die Farbe wunderschön. Hier die Julia, da vorne die Francesca. Sehr, sehr geil. Ich schau nochmal hier das Carbon zeigen. Die Julia Edition. Sehr, sehr geiles Bike. Und er hier sogar wird jetzt hier der AGV noch modifiziert, damit er natürlich auch zum Bike komplett passt. Windschild und hinten den Spoiler auch in Blau. Sehr, sehr geil. Wir sind auf jeden Fall streng im Zeitplan. Wir müssen mal schauen, dass wir jetzt auch gleich dann zum Essen kommen. Wir haben um 20.30 Uhr reserviert. Jetzt ist schon 19.05 Uhr oder so. Und wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine halbe Stunde dahin. Deswegen ja, müssen wir schauen, dass wir allen nochmal kurz helfen, damit hier alles gut aufgebaut wird. Alle hier im Strom haben und alles drüber dran. So, dann geht es auch zum Essen. Und da warst du auch halt schon mit dem Tag Nummer 3 mittlerweile schon. Genau. Und dann geht es morgen auch los. Erstmal mit der Ducati. Dann nehme ich euch auf jeden Fall mit und zeige euch, wie es wird. Aber ich bin echt gespannt. Ja, sonst immer nur R6 gefahren, jetzt hat die Gabel. Also, erster Fahrtag, hier war letztes Jahr, die erste Gruppe fährt schon. Wie ihr sehen könnt, blauer Himmel, richtig geil. Ich werde jetzt auch hier, bin schon angezogen, gleich den ersten Turn fahren mit der Ducati, erste Mal überhaupt. Wir werden sehen, wie es läuft. Die Strecke hier in Valencia wurde ja neu geteert, das heißt frischer Teer im August 23. Jetzt haben wir hier März 24, also ist noch nicht mal ein Jahr alt. Richtig geiler Sound hier von der Ducati. Ja, so, jetzt geht's gleich auf den ersten Turn. Ich werde euch gleich berichten, wie es war.
Kurzes Update. Wie ihr gesehen habt, habt ihr noch gar keine Aufnahmen gesehen. Wir haben hier irgendein Problem mit dem Dashboard. Wir wissen es auch noch nicht genau, warum oder wo das Problem liegt. Ja, die anderen fahren auf jeden Fall alle, genau, außer mein Bike an. Fahren alle und fahren auch alle gute Rundenzeit bis jetzt. Alle haben Spaß. Ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir hier das Problem finden. Ich bin bis jetzt, glaube ich, 2 Runden gefahren. Deswegen habt ihr noch keine Aufnahmen gesehen, beziehungsweise auch keinen Zwischenschnitt. Ja, müssen wir schauen, ob wir den Fehler finden. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, falls wir uns gefunden haben. Wie ihr gesehen habt, habt ihr nichts gesehen. Also es war wirklich deprimierend heute. I2M Dashboard läuft irgendwie nicht, beziehungsweise Ducati läuft generell irgendwie nicht. Wir wissen nicht genau, woran es liegt. Wir schätzen ziemlich sicher, dass es an dem Dashboard liegt. Das originale Dashboard habe ich leider nicht dabei, deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig zu probieren. Ja, jetzt müssen wir morgen wieder mal noch ein paar Sachen ausprobieren. Jetzt gehen wir heute zum Essen. Tut mir auf jeden Fall leid, dass ich heute gar nichts gefilmt habe. Ich versuche vielleicht morgen ein bisschen mehr zu filmen. Zumindest auch was von den anderen. Eigentlich wollte ich natürlich auch die anderen ein bisschen mitfilmen. Hat heute leider nicht alles so funktioniert, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Deswegen, ja, schauen wir mal. Sehen wir uns morgen auf jeden Fall bei Tag 2. Vielleicht zeige ich euch jetzt noch irgendwie beim Essen, was cool ist. Ist auch immer nicht schlecht, ein bisschen hier die Kulinarik noch mitzubekommen. Also, Problem ist gelöst. Wir haben jetzt kurz vor 1. Und wir haben das Problem gefunden. Es war einfach, das ist, kann man nicht glauben. Und zwar, es war einfach dieser Schalter hier. Der Schalter hier von dem Gasgriff, der Lenkerschalter von Jetprime, hat hier einfach einen Wackelkontakt drin gehabt. Jetzt haben wir das hier mit Panzertape, Kabelbinder zusammen und jetzt bin ich in den Turn gefahren und es funktioniert. Dieses kleine Teil hier, einfach nur ein Wackler. Hat mir gestern meinen Tag versaut, den Vormittag versaut. Naja, jetzt funktioniert es wenigstens und jetzt können wir wenigstens fahren. Das heißt, ich kann euch jetzt auch die anderen ein bisschen mitfilmen, weil wir die ganze Zeit hier wirklich versucht haben, diese Karre zum Laufen zu bringen. Ja, und da muss man erstmal drauf kommen, dass da der Schalter locker ist. Also wirklich, naja, jetzt geht's dann auf jeden Fall endlich los. Leute, schaut euch mal den Auspuff an. Der ist mittlerweile richtig schön blau geworden. Hier oben, das wird es dann hoffentlich demnächst auch noch schön blau. Es sieht ja schon mal richtig abgespaced aus. Kann ich euch da nochmal ein Update geben? Ah, wunderschön, wirklich wunderschönes Bike. Und fährt jetzt zumindest auch mal. Ich schaue jetzt, dass ich gleich mal mit der Kamera noch fahre. Dann nehme ich euch mal mit auf eine Runde hier mit der Francesca. Ich fahre die ganze Zeit mit dem Sharkhelm und jetzt wollte ich mit der Kamera vor euch fahren. Jetzt ist das Visier nicht zugegangen, weil auf dem Sharkhelm geht es nicht. Das heißt, ich fahre jetzt hinter den Shoei und packe da die Kamera rein. Ja, es läuft immer noch nicht alles ganz rund. Auch hier Vasilis seine Ducati. Steht leider auch. Wir wissen noch nicht genau, wo das Problem ist. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir jetzt irgendwie noch eine Lösung finden. Wir haben die schon komplett zerlegt, kann ich euch mal hier zeigen. Also bis zur Airbox runter. Die hat auch vorher so leicht zum Brennen angefangen. Wir wissen aber tatsächlich nicht warum. Die hat einen Fehler drin, dann war Raddrehzahlsensor vorne. Haben wir gesagt, er soll eine Runde fahren und auf einmal hat es zum Brennen angefangen. Tatsächlich war die Airbox auch von Vasilis noch nie unten, deswegen ist es ein bisschen strange. Ja, wir müssen jetzt auf Fehlersuche gehen, wo was gebrannt hat und warum es gebrannt hat. Ja, und dann hoffen wir, dass der Vasilis morgen wieder fahren kann. So, jetzt gibt es aber eine Onboard-Aufnahme mit dem Shoei AM und der Insta 360.
hoffe, euch haben die Aufnahmen gefallen. Wir schauen, dass wir morgen den Dennis nochmal ausstatten, der dann auch ein paar Runden drehen wird, der ja eine Honda fährt, die SC82. Das heißt, warte, die hier drüben. Können wir uns gleich nochmal anschauen. Der Dimi, ich bin jetzt gerade rausgegangen, der Dimi so, heute macht dein YouTube-Video weiter. Machen wir. Dann schauen wir nämlich mal beim Schrauben zu. Wir haben nämlich eine Zündspule für ihn gefunden. Genau, und das heißt, Dimi, wie schaut's aus? Zündst du in der Arbeit. Die Zündspule hier ist einfach abgeschmiert. Wir wissen nicht genau warum. Wir können ja, wir zeigen mal die Zündspule. Moment. Stinkt brutal. Und wir haben echt einen auf der Rennstrecke hier gefunden, der eine Zündspule dabei hatte. Wirklich crazy. Ja, jetzt haben wir hier alles zerlegt und Dimi ist jetzt gerade daran, hier alles einzubauen. Und wir hoffen, dass morgen noch funktioniert. Was bist du? Ich bin der Vasilis, das ist der Dimi. Oh. Ja, ich bin jetzt... Ihr seid die gleichen. Was schon. Ja. Aber hier, Vasilis Ducati Corsa Mechanica. Ja. Aus Griechenland. Soll was sagen, was denn ist? Bei dem Jungen haben wir morgen hier eine GoPro-Fahrt mit dabei, ne? On board. Also das hier ist vom Dennis das Bike. Da werden wir morgen mal eine kleine Onboard-Tour mitbekommen. Hier mit dem HJC-Helm. Da werden wir schauen, wie der Dennis hier so fährt. Das ist der Dimi. Nicht der, ich habe euch gerade verwechselt. Ich habe gerade den falschen Namen gesagt gehabt. Also Vasilis, Dimi. Dimi hier mit der R1. Richtig geiles Bike. Wir müssen ihn aber hier noch ein bisschen umschwingen, damit er auch mal hier ins Ducati-Lager kommt. Auf Instagram Dimigale 92. Ja, 821. 821 auf Instagram. Genau. Dimigale 821 auf Instagram ist hier unten eingeblendet. Folgt dem Jungen mal und schreibt in die Kommentare, kauft ihr Panigale. So, währenddessen kann ich euch aber noch meinen Auspuff hier mal zeigen. Kann ich euch ein Update geben. Hier schon richtig geil blau geworden. Hier unten sieht es sehr, sehr sexy aus. Also das ist schon sehr, sehr geil. Hier oben sieht es sehr gut aus. Ja, hier müssen wir in der Halterung noch mal ein bisschen schauen. Wir haben jetzt hier mal ein Draht gemacht, weil der beim Fahren immer ein bisschen rüberrutscht. Ist leider ja eigentlich nicht für das Heck hier gedacht. Aber ja, bis jetzt kriegen wir hier alles gut hin. Die Francesca läuft auch. Ist schon mal sehr gut. Ja, jetzt werden wir uns noch wahrscheinlich Pizza bestellen. Hier auf die Rennstrecke ein bisschen Pizza essen, weil wir dem Vasilis noch helfen müssen, hier seine Ducati zusammenzubauen, damit er hoffentlich morgen wieder fahren kann. Es ist extrem schwierig, hier irgendwo ein Restaurant zu finden. Jetzt sind wir hier in irgendeinem Schuppen, der Pizza, Döner und alles Mögliche verkauft. Ja, das hier ist der Schuppen. Wir haben jetzt hier eigentlich nichts. Ich zeige euch hier mal die Speisekarte. Hier gibt es Kebab, Hamburger, Pizza, alles Mögliche. Wie gesagt, es war sehr schwierig, überhaupt was zu finden. Wenn was offen hat, dann hat es heute nicht offen, weil irgendwie heute Ruhetag ist. Deswegen, ja, schauen wir mal. Jetzt haben wir das einfach mal bestellt. Gibt es leider jetzt aktuell nichts anderes. Wir haben jetzt hier Pizza Grande genommen. Da stand, mal zeigen. Ist hier so ein Inder, der hier in den Laden führt. Ja, Pizza Grande. Wir werden sehen. Jetzt setzen wir uns hier hin, warten, bis unsere Pizzas fertig sind. Und ich werde euch dann die Pizza zeigen, beziehungsweise werde euch berichten. So, kurz Update. Warte, erzähl ich dir gleich. Wir sind hier auf der Rennstrecke. Das ist jetzt die Pizza. Ich würde sagen, die schmeckt so, wie sie ausschaut. Komm, hier machen wir mal live Geschmacksprobe, komm. Von 1 bis 10 aber dann, ja? Gebe ich dir einen 7. Was? Ja, ja. Schmeckt gut. Das ist Quatsch. 7 ist Quatsch. Hast du noch nie eine gute Pizza gegessen, oder? Doch. Deswegen gebe ich dir 7. Was sind hier die 3? Ja, nee. Also, hier steht sie. Vasilis hat die Ducati zusammengebaut. Neue Zündspule ist drin. Jetzt kommt Tag der Wahrheit und schauen, ob es funktioniert. Da hinten ganz kurz. Wir müssen hier Soundcheck. Schauen, ob es funktioniert. Läuft sie schon mal. Also, Vasilis, seine Ducati läuft auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob es morgen auch dann wieder komplett laufen wird. Jetzt baut er noch die Verkleidung drauf und dann wird es morgen gecheckt. Jetzt haben wir, glaube ich, müssen wir mal schauen, wie viel Uhr wir haben. Wie viel Uhr haben wir? Kann das jemand sagen? 11?
Also 11, wann hast du angefangen? 12 oder so, gell? Ja, 12 Stunden Arbeit. Also hat schon ein bisschen gedauert. Ist noch nicht mal ganz fertig. Aber ja, auf der Rennstrecke hast du natürlich auch limitierte Werkzeuge, limitiert Platz. Und auch wo er angefangen hat, haben natürlich auch ein paar rumgefahren und sowas. Deswegen war es nicht ganz so einfach. Aber ja, sie läuft auf jeden Fall. Schauen wir morgen. Hoffen wir und drücken wir natürlich die Daumen, dass alles passt. Für uns geht es jetzt ins Bett. Und genau, Dini steckt morgen noch seine Gabel durch. Genau, schauen wir aber alles morgen. Jetzt geht's ins Bett.